So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Die 30er Party. Was wird das denn sein? Ihr könnt ja alle Ü30, ihr kennt O30, ihr kennt Minus 30. Wir sind nicht alle 30 Jahre alt und ihr werdet auch keine Musik aus den 30ern hier spielen. Hier gibt es nämlich gar keine Musik. Hier müssen die Leute noch selber singen. Man könnte es auch die Hartz IV Edition nennen, wenn ihr es so wollt. Denn 30 deswegen, weil alles ist 30% reduziert. Oh mein Gott! Nein, ich habe da nur bestimmte Sachen entdeckt, die fand ich richtig genial und die wollte ich jetzt mal zeigen. Angefangen nämlich hier mit den Käse-Jalapeno-Grillern. Habe ich noch nie gesehen. Plötzlich sehe ich die im Wurstfach reduziert. Also gesagt, Pupsi, kratz mal bitte die 30% ab. Nicht, dass jemand weiß, dass das reduziert ist. Hat sie nicht gemacht. Habe ich gesagt, wollte ich noch einen Scherz machen. Ich wollte da, nachdem es ab ist, sagen, die waren 30% reduziert. Aber das weiß ja jetzt keiner mehr. Ist ja ab, ne? Aber wenn man das danach sagt, ist ja auch Schwachsinn. Auf jeden Fall haben wir die Käse-Jalapeno-Griller. Da bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Gibt es übrigens im Kaufland. Dann als nächstes haben wir von Brutzler die Brutzler Wiesenhof Brutzler Reggi mit Chili Hanföl. Klingt auf jeden Fall auch interessant. Ihr seht schon, Jalapeno, Chili, alles ist scharf. Dann haben wir als nächstes noch von Rotkäppchen. Rotkäppchen Grill und Pfanne. Paprika, Chili, Käsezubereitung. Natürlich auch 30% reduziert, wie auch sonst. Und was darf nicht fehlen beim Grillen? Natürlich Bier. Und da haben wir ein schönes Laikheim naturtrübes Radler mit 30%. Denn selbst das war reduziert. Richtig genial. So kann es heute losgehen. Wir haben das mal alles schön hier ausgebreitet, wie ihr das seht. Hier ist nämlich die Minibar der Tresen. Und lasst euch da nicht stören, das ist hier, das sind die Snobs. Die leben nämlich hier mit dem goldenen Löffel im Mund, deswegen haben die hier sogar Bacon um ihre Würstchen drumherum. Also ist ja was ganz Besonderes, Berner Würstchen, aber der normale Mensch von heute, der braucht ja nicht so verwöhnt zu werden. Guckt euch das an, Wilhelm Brandenburg, 3,82 Euro. Da kriegst du fast einen Kasten Bier dafür, oh mein Gott. Das also nicht für uns, das schieben wir mal weg. Denn hierum geht es jetzt also. Rotkäppchen, Paprika, Chili, Brutzler, Wiesenhof, Chili, Hanföl und natürlich Let's Barbecue, Käse, Jalapeno. Und das naturtrübe Radler von Laikheim. Boom. Der Grill ist auf jeden Fall schon an. Flo, der Grillmeister, macht seinem Namen wieder ordentlich Ehre hier. Das geht uns nichts an, das sind die Snobs, ne? Die lassen sich's heute munden. Wir leben ja auf kleinem Fuß, deswegen melden wir uns zurück, wenn die Hartz-IV-Würste fertig sind. Was ist denn das? So gehen wir da gerade auch ab, wenn wir die Handwürstchen gegessen haben. Hallo Flo! Da hat man einen Moment mal nicht aufgepasst, da liegen die schon auf dem Grill. Ich wollte doch gucken, wie die aus der Packung raus flutschen und ne? Mensch, aber so eine schöne Packung. Guck doch mal, der Reggie-Mann mit dem Peace-Zeichen. Brutzler Reggie Chili Hanföl. Hey, da kommt der Undertaker. Dankeschön. Dann Prost auf die 30er Party. So, die Käse-Jalapeno-Griller sind also fertig. Guckt euch die mal an. Bob, möchtest du mal probieren? Dann würde ich dich mal beißen lassen. So richtig. Bam. Ich halte das mal hin. Möchtest du mal? Hoffentlich fällt die nicht runter. Seht ihr den Käse? Und noch irgendwas anderes. Und was sagt der bekennende Wurstnascher? Das ist für mich keine Wurst. Das schmeckt irgendwie eklig. Genau, ihr seht, es muss nicht immer teure Wurst sein, denn auch die sind super, liegen gut in der Hand und haben einen sehr köstlichen Geschmack. Der seinesgleichen sucht. Ihr seht noch mal hier den Käse. Die wollen wir jetzt auch mal probieren. Mmh. Und das Munde, da braucht ihr nicht mal Ketchup dazu, ne? Ist auch ein bisschen scharf und käsig natürlich. Richtig schmierig auf der Zunge. Also richtig genial, ihr seht, zwei Leute sind überzeugt, 100%. Fang gerade, was will man mehr? So, ihr seht schon, die Käse-Jalapeno-Griller haben schon die ganze Welt überzeugt. Aber
wir sind ja noch nicht am Ende, denn es gibt ja immer noch die Brutzler von Wiesenhof mit Chili, Hanföl und das kann das Ganze ja nur noch mehr toppen, was eigentlich gar nicht möglich ist. Dazu haben wir den Bob wieder eingeladen, der wird für uns jetzt wieder den ersten Biss wagen. So sieht Vorfreude aus, seht ihr das? Hier Bob, ich rag's hier wieder hin, du darfst wieder den ersten Biss nehmen. Nimm sie in den Mund. Seht ihr das? Da sieht man gar nichts. Und Bob, wie findest du es? Chili, Hanföl, jetzt? Er muss immer erst kauen, ne? Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal was gegessen habt. Da müsst ihr auch immer erst kauen. Und? Die schmeckt nach gar nichts. Seht ihr? Ich habe es gewusst. Die Jalapeno-Griller, die waren schon klasse. Aber die setzen dem Ganzen noch einen drauf. Wir beißen jetzt auch mal von der anderen Seite. Um das Gleichgewicht herzustellen. Und die sind auch so richtig glatt. Die haben außen eine Hülle wie eine Bockwurst, ne? Oder ein Wiener Würstchen. Ihr habt ja gesehen, die anderen, die haben so eine richtig runzelige Haut gehabt. Die sind richtig glatt und glänzen schon alleine durch das Öl. Ihr kennt das ja, wenn ihr euch jeden Abend einölt, von oben bis unten. Dann habt ihr auch so babyglatte Haut. Erst ist er runzelig, dann ist er groß. Ungeschmacklich natürlich wieder top. Das ist aber noch nicht alles, denn wir haben ja immer noch die Rotkäppchen-Grilltaler. Dazu kommen wir aber später. So, und um euch zu zeigen, dass das auch wirklich alles wahrheitsgemäß ist und kein Fake, haben wir jetzt mal eine herkömmliche Bratwurst zu Rande gezogen, eine Meininger, ne? Wenn ihr Meiningen kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Das ist also eine normale Bratwurst, ohne Schnickschnack, ohne die goldenen Essenzen. Ich hab den Schuh des Manitou. Toll, der Schuh des Manitou, jetzt neu, im Garten. Gleich in meinem Bauch. Und da möchte der Bob natürlich auch mal probieren, diese herkömmliche, schäbige Wurst, wie er die denn findet, da sind wir natürlich noch gespannt. So Bob, hier die herkömmliche Wurst, wir sind wieder am Start, bitteschön, du bist gefragt. Ihr seht, nichts drin, 0815, also da kann ja wirklich nichts mithalten, oder? Was sagt der Fachmann, der wieder fleißig am Kauen ist? Ja, schmeckt besser wie der andere Mist. Ja? Ja. Okay, das dachte ich mir schon, dass die nicht mithalten kann, dass das wirklich nichts Besonderes ist. Wer kauft solche Würste, wenn es doch die anderen gibt? Wir wollen auch mal in den sauren Apfel beißen. Leider Gottes, was macht man nicht alles? Da tropft einem alles entgegen. Die ist auch, hat auch gar keine Konsistenz, ne? Am liebsten würde ich sie jetzt einfach wegwerfen, aber man soll ja kein Essen. Deswegen muss ich aus Versehen noch mal reinbeißen. Der spritzt schon gegen die Kamera. Was ist das? Das ist einfach nur... Was ist denn? Wir essen jetzt die noch fertig. Vielleicht kommen ja noch Gäste, dann sag mal hier, wollt ihr noch eine Wurst? Da ist schon was, ne? Kennt ihr ja. Bah, geht ja gar nicht. So, da natürlich jetzt noch der Grillkäse von Rotkäppchen. Ob da eine Flasche Sekt drin versteckt ist, das sehen wir dann, wenn wir reinbeißen. Und Pupsi hat auch schon eine Scheibe bei sich. Da möchte der Bob jetzt natürlich wieder zuerst probieren und seine fachmännische Meinung kundgeben. So, hier ist also das Stückchen, Bob. Nehmen Sie sich mal von dem Grillkäse. Können Sie ja noch mal zeigen, wie das aussieht. Oh, das sieht aus wie so Hähnchenfleisch. Richtig genial. Und gucken, wie jetzt die Meinung ist vom Fachmann. Er war ja bisher begeistert von allen Produkten. Was er jetzt dazu sagt, er hat schon viel Grillkäse in seinem Leben verspeist. Das sieht man. Da, schon der interessierte Blick. Und das ständige Kauen, wir kennen es. Wow! Und wieder mal begeistert, bis zum geht nicht mehr. Der beste Grillkäse von Rotkäppchen. Vergesst mal, was es bei den anderen ganzen Konsorten gibt. Rotkäppchen hat immer noch den besten. Deshalb beißen wir da jetzt auch mal rein. Haben ja auch schon was vorbereitet, ne? Guckt, seht aus wie... Sieht aus wie ein... Twister! Was Twister? Was ist das für eine Missgeburt? Sieht aus auf jeden Fall. Also riecht wie Camembert, ist ja auch paniert. Sieht aber aus wie so eine panierte Jagdwurstscheibe. Aber ist ja Käse, da beißen wir jetzt mal rein. Herrlich.
Da noch Preiselbeeren drauf, ne? Fühlt man sich gleich wie zu Hause. Das war's, glaube ich, jetzt. Oder auch noch nicht. Mal gucken. Wir werden den Rest noch hier verspeisen. Wir gehen erst, wenn alles weg ist. Da wird die Wiese abgegrast, sage ich dazu. Das war's von meiner Seite aus. Ihr seht, man muss nicht viel Geld investieren, um den besten Geschmack zu entzünden. Ein Feuerwerk für den Gaumen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder dabei sind, zu testen, zu gucken, was gibt es Neues, was gibt es Reduziertes vor allem. Für den kleinen Mann von nebenan. Also bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.